Hallöchen zusammen und herzlich willkommen in Dokus Ballerbude. Mein Name ist Doku und heute seht ihr was ganz anderes. Kein Ballerspiel, nein, sondern Starbound habe ich mir gegönnt im Steam Winter Sale für ein paar Kröte. Kostet aktuell, glaube ich, 13,99 oder sowas. Ist mal wirklich, wie gesagt, was völlig anderes, völlig ungewohntes von mir. Kein Ballerspiel, kein Geschieße, aber trotzdem ein bisschen was zum Verklopfen gibt es auf jeden Fall. Es steht vollkommen in der Tradition von Terraria, das Spiel. Insofern, oh, wie gesagt, was gänzlich anderes. Ich hab's wirklich geliebt. Die paar Stunden, die ich gespielt habe, hab mir einen ganz lieben Charakter erstellt. Die Dukine hier. Dukine. Mit der starten wir jetzt auch gleich in das Spiel in. Und dann zeige ich euch einfach mal ein kleines bisschen, was Starbound eigentlich ist, worum es da geht. Und ja, vielleicht ist das Spiel ja was für euch. Guckt es euch einfach mal an. In der nächsten 10 Minuten, Viertelstunde. Je nachdem, wie lange das Video dauern wird. Ihr startet hier auf jeden Fall mal in eurem Raumschiff. Das gehört zur Story von dem Spiel. Ja, es hat eine Story. Ihr seid in einem Raumschiff ohne Energie. Könnt euch hier auf dem Planeten runterbeamen. Das geht so. Goldig irgendwie. Dieser Planet ist übrigens komplett randomisiert, das heißt, er wird vollkommen neu generiert bei jedem Spiel. Das heißt, bei euch sieht das wahrscheinlich völlig anders aus wie bei mir. So, bewegen wir uns jetzt mal ein kleines bisschen durch die Welt durch, sodass ihr ein kleiner Intro bekommt. Es ist wirklich herzlich gemacht. Also ich mag den Stil hier, diesen C64 8-Bit-Style. Für die bisschen Ältere unter euch erinnern sich vielleicht noch an die gute alte Zeit. Ja, hier unten könnt ihr schon erkennen irgendwo, das ist mein kleines Eigenheim, das ich mir so gebastelt habe, unterirdisch, Maulwurf-like. Das bringe ich euch jetzt auch gleich als erstes mal ein bisschen näher. So, kleiner Zugang. Hier habe ich mir eine Eisentür gebaut, die soll möglichst sicher sein. Da gibt es noch eine Schlafstätte. Zeige ich euch als erstes. So, Schläfchenmacher. Schläfchenmacher hat es Sinn. Ihr seht hier oben eure Lebensenergie. Die wird regeneriert, indem ihr schlaft. Das muss so als kleiner Tipp am Rande. Insofern ist das nicht verkehrt. Die Feuerstelle direkt daneben irgendwo ist auch keine schlechte Idee aus dem einfachen Grund, weil des Nachts müsst ihr auch noch auf eure Körpertemperatur aufpassen. Die sinkt dann nämlich ab, wenn ihr nicht in der Nähe von einem Feuer oder von einer Fackel seid. Ja, so ist das in Starbound. Es gibt vieles, vieles, was man irgendwie erstmal entdecken muss, was man erkennen muss, wie es funktioniert. Oder auch nicht funktioniert. Zum Beispiel muss man, hoppla, auf die Jagd gehen für Essbares. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst mit dem Bogen zum Beispiel hier auf Aliens schießen. Die dann, wenn sie gut gelaunt sind, Fleisch troppeln lassen. Was schon mal nicht verkehrt ist, weil es ist wirklich wichtig. Ihr müsst euren Hunger stillen. Ihr könnt glattweg verhungern in dem Spiel. Das ist nicht zu fassen. Verdurchten könnt ihr nicht, aber verhungern. Habt ihr euch jetzt solches Alienfleisch gesammelt, braucht ihr eine Feuerstelle, weil ihr könnt das Zeug nicht rohfressen. Das funktioniert nicht. Da kriegt ihr Salmonelle von alles Mögliche. Deswegen braucht ihr ein Lagerfeuer. Sowas hier zum Beispiel. Das könnt ihr wiederum mit Fleisch befüllen. Ja. So. Und könnt das Ganze kochen. Ist das Fleisch gekocht? Dann ist es zum Verzehr bereit. Und hauen wir uns das Ganze mal rein, damit die arme Dukine nicht verhungert. Oh, noch eine Happe. Dürfte es ja besser gehen. Man sieht schon die Abenddämmerung. Ist im Anschleichen. Heißt, ist normalerweise immer ein schlechter Zeitpunkt, um tatsächlich hier rumzuflattern. Flattern. immer Waffe parat haben, ist auch keine schlechte Idee, weil es tauchen hier immer wieder diese fiese kleine Aliens auf, die euch wirklich ans Leder wollen. Das ist nett, nett. Da müsst ihr euch verteidigen. Ich habe hier ganz geiler Prügeldog gefunden. Der ist echt nicht schlecht. Was ihr übrigens auch hier machen könnt, was sehr sinnvoll ist, das ist Bäume fällen.
Ihr braucht diverse Ressourcen. Egal, ob das jetzt Eisen ist oder Kohle oder Stein oder eben Holz, wie in diesem Fall, um euch diverses Werkzeug zusammenzubauen oder auch solche Sachen wie das Bett, das ihr eben schon gesehen habt, damit ihr euch ausruhen könnt. Von allein kommt nichts, von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt. Ihr müsst euch also durchaus Mühe geben und müsst hier anfangen zu looten. Sprich, gucke, dass ihr Ressourcen findet, damit ihr dann später Dinge auch bauen könnt. Hier haben wir ein kleines Lagerfeuer und hier unten seht ihr zum Beispiel Kohle. Kohle ist wichtig, um Lagerfeuer zu basteln, beziehungsweise um Torches, also wie heißt das wieder? Fackeln. Euch Fackeln zu bauen. Dazu braucht ihr Holz und Kohle. Also, hoppla, falsches Werkzeug. Also sammeln wir hier ein kleines bisschen Kohle. Das schadet auf gar keinen Fall. Sowas sollte man immer dabei haben. Und habt ihr Kohle, könnt ihr Feuer bauen. Aber mal kurz. Diese Torches, also diese Fackeln, die sind standardmäßig einfach so zu bauen. Dafür braucht ihr kein spezielles weiteres Gerät. Und wenn ihr die habt, könnt ihr dafür sorgen, dass in der Dunkelheit Licht wird. Und mal zum Beispiel entdeckt, dass ich da so ein kleines Alien-Bösewicht höre. Verdult. Na, doch gleich mal platt. Zur Belohnung gibt es Pixels, das ist so eine Art Allround-Währung. Allround-Währung in dem Spiel. Die braucht er auch, um diverse Sachen herstellen zu können. Und weiter geht's auf der Entdeckungsreise. Einfach mal forsch voran. Schauen, was das Leben so bringt. Wie gesagt, es ist noch better. Es gibt normalerweise gibt es Quests. Zeige ich euch auch mal kurz. Ich habe sie jetzt alle schon durch. Die Quests, die es in der Beta irgendwie zu erfüllen gibt. Ich klicke da jetzt nicht drauf, weil ich will euch nicht weiter spoilern irgendwie. Probiert das einfach mal selber aus. Doch geht es darum, bestimmte Dinge herzustellen oder bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ja, das findet ihr schon raus. Weiterhin sind überall in der Spielwelt verstreut solche Schatztruhen, auf die mit der mittleren Maustaste klickt, sieht man dann, was hier drin ist. In meinem Fall ist hier jetzt nichts mehr drin irgendwie, weil das habe ich schon gelootet. Ebenfalls sehr wichtig, ganz wichtig in dieser Welt sind diese Dinge hier. Das ist quasi Pflanzenmaterial, was euch als Basis dient, um Bandage herzustellen. Bandage sind wichtig, damit ihr eure Lebensenergie wiederherstellt, wenn ihr im Kampf eben solche verloren habt. Also immer wieder mal so einen Scheiß da irgendwie absammeln. Kann auf gar keinen Fall schade. Im Moment habe ich noch ein paar Bandage hier. Was sind die? Nein, habe ich jetzt noch 3. Gut zu wissen, hier unten sind noch ein paar Gegner. Und bei denen kann man durchaus auch mal ins Gras beißen. Gar kein Problem, das kann funktionieren. In dem Fall jetzt nicht. Gott sei Dank, weil ich mich einigermaßen geschickt drangestellt habe. Ja, und so könnt ihr die ganze Welt erkunden. Ihr könnt ihr komplett alles umrunde. In der finalen Version vom Spiel wird es auch möglich sein, weitere andere Welten zu erkunden. Was durchaus auch notwendig ist, um notwendig ist es natürlich nicht, dass ihr andere Welten erkundet. Aber das ist etwas, was dem Spiel noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Was im Augenblick noch ein bisschen was zu wünschen übrig lässt. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach erstmal besser. Es ist unvollständig, das Spiel. Darüber solltet ihr euch im Klaren sein. Ah, was zu essen, das ist immer gut. nett getroffen. Schnaps gesoffen. Na komm, dich kriege ich noch. Oder auch nicht. Na egal, lassen wir das Vögelchen fliehen.
So sieht das hier aus in Starbound. Ach, ich find's herrlich. Ich find's so herrlich. Es ist irgendwie ein entspannendes Spiel. Es macht mir wahnsinnig viel Laune. Es ist wirklich, wirklich ein tolles Game. Man kann immer wieder mal ganz lustige Sachen machen, wie sich hier einfach nur durchhacke, sich neue Wege erkunde. Mal was übrig hat für Sammeln und für Lude und so, dann ist man hier auf jeden Fall richtig gut aufgehoben. Weil es macht einfach so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Auch unter Umständen einfach mal irgendwo Welt durchzuschlagen und zu gucken, ob es da nicht irgendwas zu finden gibt. Gold oder Kupfer oder Eisen oder irgendwas, woraus man sich dann ganz fantastische, geile Sache irgendwie herstellen kann. Ja. Wühl, wühl, wühl. Es ist ein Spiel für Wühlmäuse. Eindeutig für Wühlmäuse gedacht. Eindeutig super geil. Ich lasse es trotzdem jetzt erstmal kurz hier mit Wühlerei. Sondern hilft man da auch ein bisschen weiter hoch, damit ihr noch ein bisschen was von der Spielwelt seht. Also zumindest von meiner Spielwelt, weil wie gesagt, irgendwo ist alles komplett randomisiert. Das bedeutet, jeder von euch bekommt eine individuelle Spielwelt geliefert. Was wiederum ja irgendwo gewisser Reiz ausmacht. Ne? Also egal, ob ihr euch irgendwelche Let's Plays angeguckt habt oder ach nicht, ihr werdet euer eigenes Spielerlebnis haben. Und das ist schon mal wirklich eine ganz tolle Angelegenheit, finde ich. Vor allen Dingen bin ich halt in der finalen Version drauf gespannt, wie das ist mit einer anderen Planete, was es dort zu entdecken gibt. Und so weiter. Also es ist echt... Ja, es ist für mich ein großer Spaß. Ja, es klingt ein bisschen blöd irgendwie. Es sieht so kinnig aus, das Spiel. Ne? Das ist auch irgendwie kinnig. Aber ich hab... Das macht so viel Bock. Ich hab so viel Bock dort drauf, hier irgendwie... mich durchzuwühle irgendwo. Ich bin sowieso, glaube ich, von Natur aus so eine Art Wühlmaus. Und insofern macht mir das quasi doppelt viel Laune. Und hier nochmal ein bisschen Kohle. Ist das, glaube ich? Ja, Kohle, genau. Ein bisschen Kohlelude. Ja. Sehr fein. Fein, 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 fein. Feine Kohle, feine Kohle. Die wird gelootet. Die ganze Kohle. Immer her mit dem Gold. Herrlich. Wirklich herrlich. Hier habe ich mal irgendwie im vorherigen Spieldurchlauf halt einfach mal ein bisschen Tunnel gebastelt. Wo das Viehzeug jetzt denkt, irgendwie es könnte hier durch. Aber ohne mich! So einfach ist das jetzt aber dann nicht. Ach, es ist einfach... Oh, das da unten. Das sieht schwer nur... Hoppla. Das sieht noch was Interessantem aus. Das ist entweder Kupfer oder was ist das genau? Ich glaube, das ist Kupfer. Ja, Kupfer. Kupfer ist auch schön. Geht doch nicht über ein bisschen Knupfer in der Welt, nicht wahr? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall herrlich. Es macht herrlich viel Spaß. Hier alles zu erkunden. Und ich freue mich schon aufs nächste Update. Das hier ist übrigens so ein Zelt, das ist mir einfach mal hier in der Lost World. Da war irgendwann mal so ein Typi, den habe ich zwischenzeitlich mal platt gemacht. Kann man sich auch reinlegen zum Schlafen, zum Beispiel. Oh, ist allerdings vielleicht keine so gute Idee. Hoppla. Du kleines blödes Mistvieh, störst du mich beim Penny hier? Verschwind dann ganz feige einfach. Ah, ist ja nicht die Fasche. Gut, bei der Gelegenheit können wir auch tatsächlich auch noch... Hoppla. Können wir auch tatsächlich noch ein bisschen was kochen hier, damit wir nicht verhungern. Immer dran denke. Nahrungsmittel beschaffe. Sonst tot. Früher oder später. So ist das. Ja, so ist das. Da versteht das Spiel überhaupt keinen Spaß. Ja, besorgt ihr euch keine Nahrungsmittel, seid ihr tot. Das ist schlicht und ergreifend so. Jo, also das war jetzt nur ganz kurzer Einblick in dieses lustige Spielchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einigermaßen. Es ist wirklich nur ganz kurz. Wenn ihr mehr von Starbound sehen wollt, ist das auch kein Problem. Dann sagt mir Bescheid. Hier unten in den Kommentaren zum Beispiel. Und dann können wir vielleicht irgendwie so eine Art Let's Play ab und zu mal irgendwas machen.
Oder wir spielen eine Runde zusammen Starbound und zeichnen das Ganze auf und veröffentlichen das auf dem Kanal hier. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Denkt mal drüber nach. Ist durchaus denkbar, dass man sowas mal macht. Ich lasse die Duchini hier jetzt noch ein kleines bisschen flitze, aber verabschiede mich von euch jetzt erstmal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick irgendwie in Starbound gewonnen. Und wünsche euch noch alles Gute für die Tage. Und wir sehen uns mal in meinem Vlog Teil 2. Da habe ich noch vieles zu bereden über verschiedene Dinge. Und ja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Man sieht sich auf jeden Fall. Bis dann und tschüss, euer Doku.